Boah, ich komm immer noch Drei, nicht zwei. Wochen. auf die Sache mit Frankreich klar, ne? Das ist jetzt wahrscheinlich ihr, das ist überlange her schon. Wohl. Ja, na, das ist über lange her, ein Ah, Weilchen, sagen wir mal Weilchen. so. Eine Woche, 2 Wochen. Höchstens 2 Wochen, denke ich mal. Komm nicht drauf klar, Alter. Ich hab Ja, das ist immer so eine per Sache, Video guck drüber mal, gemacht, ja. so, ich hab nichts gegen Türken oder so, ne, aber im Endeffekt wundern die sich, dass man sich darüber beschwert, weißt du? Dass man sich einfach beschwert, wenn man sagt, ja, Türken sind ja irgendwie, also die sind ja nicht alle gleich, aber man hat halt so generell von außen, also von speziell von Türken halt direkt so ein schlechtes Bild, wenn man an Türken denkt, denkt man direkt an Asi, weiß nicht, an so einen Murat, keine Ahnung. Und ja, das heißt direkt, aber man verbindet das halt mit so irgendwelchen Terroranschlägen oder so. Weil ich glaube nicht, dass sich irgendwo jetzt ein Deutscher schon mal irgendwo in die Luft gesprengt hat, ganz einfach. Und das finde ich halt, ja, sind sie, sag ich mal, können die Leute ja nicht dafür, aber sind sie im Endeffekt das irgendwie selber auch selber schuld, so. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich will ja keinen angreifen, so, aber. Ja. Ja. Ja, ist schon so. Ja, so die Türken, die ich kenne, die sind eigentlich alle korrekt, auch so in meiner Klasse und so. Ja, meine auch, mit dem ich auf Arbeit zusammenarbeite. Sag mal, verkobt und so, Scheiße, Alter. Richtig Plattdeutsche, voll der komische. Aber korrekt Komm ist mal der. hier hin. Komm mal schlafen. Nein, Oder Junge. nicht? Dann lassen wir es halt bleiben. Bleibt da, wo der verwächst. Genau. Lassen wir das. Mache ich jetzt erstmal ein paar Treppen. So. Ja, keine Ahnung. Die haben ja dann hinterher. Ich habe ja gesagt, die begehen Selbstmord. Also das war ja dann so, dass die ja dann über die Nacht die ganze Zeit noch gesucht Ja. haben und so. Und hast nicht gehört, Alter. Ich weiß ja nicht. Ich habe ja ein Video gemacht. Da waren die ja noch auf der Flucht. Und dann wurden die ja in Nordfrankreich gesichtet. Beziehungsweise schon wo die noch auf der Flucht waren, wurden die da gesichtet. Dann haben die ja nachts über mit Bodentruppen und so haben die ja gesucht, alles. In Nordfrankreich, in Damatant oder so, haben die sich ja dann irgendwo niedergelassen. Und haben dann ja auch Geiseln genommen. Dann kam ja hinterher noch ein dritter Täter dazu, der wahrscheinlich auch schon irgendwie von Anfang an dabei war. Das war ja irgendwie ein Ja, das war sowieso Freund oder so von vorprogrammiert, dass denen. die, dass am Ende die Geiseln, dass sie am Ende die Geiseln sterben. Das war schon klar, dass sie die mit den Toten Ja, und nehmen. dann haben die ja auch hinterher, haben die ja probiert noch zu verhandeln und so und keine Ahnung. Ja, der meinte ja am Telefon, der hat telefoniert irgendwie, da gibt's dann ein Ja. Telefonat. Meinten ja direkt auch, die wollen nicht verhandeln und so und wenn irgendwas, Ja. dann wollen die auch sterben. Genau wie das eine Video, was mir da geschickt hast, Junge, wo der auch so rauskommt. Das habe ich auch nicht verstanden. Das fand ich irgendwie ohne Sinn. Wo die hier. Da kam der Typ ja, kommt ja da rausgesprungen. Ich weiß nicht, ob der durch die Scheibe springt oder Ja. nicht. Auf jeden Fall kommt er ja da rausgesprungen. Ich glaube, der ist sogar unbewaffnet, ne? Und die Pol. Nee, Ja? der hat eine Waffe. Ja, okay. Dann, ja, keine Ahnung. Aber die Polizei schießt ja auf den drauf. Noch, obwohl er halt schon am Boden liegt. Verletzt, keine Ahnung, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich kann das nicht einschätzen einfach. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass man. Lol. Dass man hätte auch den irgendwie noch festnehmen können oder so. Ich denke mal, das wäre auf jeden Fall auch die bessere sowohl Strafe als auch Möglichkeit gewesen. Allein schon, weil die ja noch über viel über hier die ganzen Terrororganisationen und so noch nicht rausgefunden haben. Deswegen allein schon. Ja, die sagen aber nichts. Ja, keine Ahnung. Irgendwie kriegen die das schon raus, glaub mir. Paar Eier noch hier rein. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ein bisschen doof halt. Naja, jedenfalls haben die ja dann im Endeffekt die zwei Täter, die auch da in das Dingens reingelaufen sind hier, die in die Zeitschrift, ja, in das Redaktionsgebäude, die haben ja dann hinter eine Geisel genommen. Und der dritte Typ, der irgendwie ein Freund von ihnen war, der hatte ja sogar noch eine Komplizin irgendwie angeblich, meinten die, ne? Ja, dann die Frau, die wird ja gesucht oder wurde gesucht. Ja, und ja, der hatte ja 5 Geiseln oder so. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie viele von den ganzen Geiseln da gestorben sind. Auf jeden Fall kam er dann. Ja, 20 Tote insgesamt, 17 Geiseln und die drei Typen. Okay. Ja, auf jeden Fall heftig.
Gestern auch so ein Okay, Video toll. gesehen, so Verschwörungstheorie, wo einer so erklärt, so das habe ich auch nicht verstanden. Da hast du gesehen in dem Video, also da habe ich, wo ich das Video das erste Mal gesehen habe, habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Ne? Die kommen ja da mit so einem schwarzen Renault oder irgendein schwarzes Auto ist das ja, steigen Ja. dann da beide aus, ne? Und du musst mal darauf achten, wenn du das Video siehst, rechts am Beifahrersitz. Steigt ja auch ein Typ aus, der andere, und dann liegt da am Beifahrersitz, also du siehst, das Video fängt ja an, da sind die ja schon ausgestiegen, quasi, und da liegt Ja. an der Beifahrerseite auf dem Boden liegt ein Turnschuh, Alter. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt, wie der da hinkommt, was es damit zu tun hat, Alter. Wieso Ja, weil Verschwörungstheorie so ist das voll mit viele dem meinen, so Turnschuh? bla bla, da wären so Markierungen gewesen auf der Straße und so, da und da lag Pulver, haben die irgendwie so gezeigt und so, und da war dann so wirklich Pulver. Und auf den Gehwegen waren irgendwie so rote Markierungen und so, und da sind die Täter, das ist wirklich in dem Video zu sehen, da sind die Täter an den Markierungen vorbeigelaufen, und wo der Typ, der auch den Polizisten abgeschossen hat, der dann schon auf dem Boden lag, ist der zu der Markierung gelaufen, und als er an der Markierung genau war, hat der dann den Polizisten in den Kopf geschossen. Das war vorher locker geplant, Alter, will ich wetten. Und, Ja, aber willst du mir ehrlich erzählen, dass sie genau wissen, dass ein Polizist genau um die Uhrzeit, genau in dem nein. Moment da langläuft, Alter, in dem Nein, aber Auto, ich weiß ja Digga? nicht, Schalte mal deinen Kopf ein, Junge. Dingens, Ja, stehen die vielleicht. Polizisten, die haben ja, die Redaktionsgebäude standen ja unter Ja. Polizeischutz. Darum, die stehen ja dann, laufen ja dann bestimmt Ja. nicht die ganze Zeit um Block Genau. und dies, das. Die stehen ja dann meistens an festen Stellen, sind die ja positioniert. Ist doch klar. Ja, alles absichern. Ja, natürlich, Junge. Schiebt er sich voll die Was war Panik was? ab, Ich der echt. überlege nur die ganze Zeit darüber nach, Alter, ob das überhaupt Sinn machen will. Oh mein Gott! Ja, genau wie 9-11. Ja, aber nein, okay, 9-11 ist die einzigste Sache, wo ich auch denke. Na, nicht der, ich meine Kennedy, nicht 9-11. Oh Mann, hört die Eier die ganze Zeit 9-11 soll ploppen, ja ne? auch Ich schwöre. angeblich selber gemacht sein, aber ich glaube nicht, dass 9-11 so war. So. Alles drin, alles dran, alles Bingo. Das ist der Junge, ich neue schwöre, hier Energiesong. ist. Bei den Hühnern hier hört sich das irgendwie manchmal so an, als wenn hier irgendwie ein Feuer so am Knistern wäre, ey. What the fuck? Alter! Oh mein Gott, Junge, ist hier gerade so ein Creeper, ne? Steht hinter dem Setzling, kick ich den so weg, renn über den Setzling drüber, in dem Moment wächst der Baum, Junge, stehe ich so irgendwie fast im Baum drin, ey. Oh mein Gott. So, ich gebe mir jetzt hier erstmal Spitzhacke, damit das Zeug hier oben mal endlich wegkommt, so. So, jetzt habe ich eigentlich alles soweit fast erledigt. Was ich jetzt aber mal mache, ist Steinbrennen. Wer hätte es gedacht? Alter. So, ich tu mal. Wir haben jetzt 51 gebratene Schnitzel, haben wir jetzt im Dings drin. Chillige Sache. Ja, gut. Ich tu jetzt hier nochmal das Hühnchen rein. So. So. Das Gold bringe ich mal rüber. Und brenn das da. So. Nehmen wir auch schon wieder 25 Minuten auf. Also jetzt mit der anderen Aufnahme 40 Minuten. Aber wo packe ich die denn mal rein? Ich muss mal gucken. Hier fehlen übrigens noch Öfen, fällt mir gerade auf. 5 Stück. 5 Öfen fehlen noch. Mist, Alter, dann hätte ich vielleicht doch besser mehr Cobblestone machen sollen. Warte, 8x8, 64. Brauche ich eigentlich gar nicht so viel. Wahrscheinlich. 5x8 sind 40. Ja, dann passt das. Er kann rechnen. Oh, Oh. Bruder. Normal. Kann das nicht. So. Ach, nee. Doch, passt. 5 Öfen. Nehme ich das hier schon mal mit. Schon mal diesen hier machen. Ich habe auch schon gleich drei Stacks Cobblestone Ja, wieder. sagen wir auch am Farm. Nee, ich baue den Ach Bahnhof. so. Ja, okay, chillig. Das ist chillig. So, ich denke mal, das kann man hier so lassen. Oh, das denke ich mal ganz in Ordnung.
So. Hier würde ich am liebsten noch was machen. Hier würde ich am. Genau, hier mache ich, glaube ich, die Ambosse hin. Ambosse? Ambosse, oder? Keine Ahnung. Wir haben ja über viel Eisen, Junge. 4, 5, 6, Macht 7, man jetzt 8. einen Amboss, Alter? Das ist jetzt die Frage. Mein Gott, ich weiß nicht, wie man einen Amboss macht. Digga. Peinlich, also das ist jetzt echt peinlich. Weiß nicht mal, wie man ein Sharpen Table macht. Weiß nicht mal, wie man ein Buch macht, Mann. Stimmt, apropos, hast du ein Charmin Table schon gemacht? Nee, ne? Nein, Mache ich nein, jetzt nein, mal. nein, nein, nein. Buch brauchen wir noch. So, Rindleder haben wir. Alter, wir haben über viel Leder, ich schwöre, wir haben anderthalb Stacks. Das packe ich jetzt mal gerade mal hier mit rein. Wir brauchen erstmal Zuckerrohr. Dazu gehen wir zu unserem alten Haus. Und holen uns. Ja, weil Wieso da das altem Zuckerrohr noch Haus? ist am See da oder am Meer. Aber wieso sagst du denn dazu Ja, altes was heißt altes Haus? Haus? Erstes Haus, whatever. Ich sag immer altes Haus, weil wir da ja eh nicht mehr drin wohnen. Kaum was drin, aber wir müssen das mal einrichten noch. Oder ich am besten. Also. So, hier ist irgendwo was reingefallen, ja. Ist genau, als hätte ich's gewusst. Ich hab's gewusst. So. Gucken wir mal. Junge, wieso kommt hier die Spinne runter? Ist das dein Weiß ich Ernst? nicht. Warte, was brauchen wir denn? Weil die Wir Tür auf brauchen ist, kein drei Wunder. Blätter. So, ist drei Zuckerrohr. Brauchen zwei Bücher, das heißt. Was ich mache? Nehmen wir jetzt mal hier das ganze Zuckerrohr einfach mit. Und dann pflanzen wir das mal irgendwo anders an. Am besten, ich pflanze das da hinten an der Insel an, wo der Crafting Table steht, solange. Müssen wir nicht immer so weit laufen. Ja, boah, ich freue mich schon, wenn wir da hinten müssen uns, hast du die Schafe schon gedingens gepaart? Ja, ja, ja. Sind Müssen wir mal regelmäßig zwei jetzt Schafe, glaube ich, scheren drinne. und uns vielleicht mal rote Schafe machen, damit wir da hinten so einen Leuchtturm hinbauen können. Du kannst direkt mal Ja, vermehren mach ich jetzt. gleich. Kannst direkt So mal viel machen. machen gerade, Alter. Nicht normal, Digga. So. Andesit braucht man eh nicht. Falsche Kiste fällt mir gerade auf. So. Ne, Diorit ist das gar nicht. Andosit. So. Das kommt hier rein. Hier rein. Den Dia. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, so macht man Blätter. Ja, perfekt. So. Ach, perfekt. Ich weiß sogar, wie man ein Buch macht, Junge. Der Boss. Ah ne, man braucht nur ein Buch, oder? Ich weiß nicht mal mehr, wie das geht. Zwei Dias braucht man doch. Ich glaube, man braucht zwei Dias. Stimmt, ich weiß. Ich glaube, ich weiß wie. Machen wir so. Da kommt ein Dia. Hier müsste das. So. Nee. Hä? Ah. Hab's geschafft. Ich hab einen Zaubertisch. Yeah. Stell dich schon mal auf die Insel da, oder wo wolltest du den hinmachen? Oh. Ich denke mal jetzt doch. Müssen uns hier vorher mal vielleicht irgendwie so einen unterirdischen Gang machen. Könnten ja theoretisch die von der Weizenfarm unterirdischen Gang hier hin machen. Ja, könnte man Das machen. wäre nice. Bei dem Haus aus. Das wäre nice. So, meine Freunde, es gibt jetzt Zuckerrohr. Gönnt euch, meine pelzigen Freunde. So. Ich pack den einfach erstmal hier hin, ja, oder? Ne, komm, ich tu den erstmal wieder in die Kiste rein. Könnt auch theoretisch einfach in die Weizenfarm reinmachen, aber das ist irgendwie ungeeignet, finde ich. So. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Die Schafe wollte ich vermehren. Und was noch? Genau, ich wollte mal wieder bei den Hühnern gucken. Ja, vier Stacks, Alter, easy. Es wird langsam.
Komm, ein Ei noch, dann habe ich genau 4 Stacks. Jetzt kommen aber schon gleich direkt 2 Stück oder so. In der Zeit trinke ich mal kurz was. Da kommt jetzt gleich unser Ü-Ei. Oh, 2 Ü-Eier kommen sogar. So. Jetzt legen sie hier aber wieder richtig los. Schade, man hört gar nicht, wie die Eier da runterfallen. An diesem Wasserfall da. Das wäre noch nice. So.